Die A30 bei Osnabrück. Uwe Senkel und Mike Ackermann von der Autobahnpolizei Münster kontrollieren heute Lkw. Den ersten haben sie bereits gefunden und nehmen die Verfolgung auf. Da war gerade ein Planzug. Die sind immer interessant. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir den auch kriegen. Der hat ein bisschen Vorsprung. Da ist er, ja, kein Problem. Den haben wir. Der ist es. Polnisches Unternehmen, Planzug. Ein sogenannter Curtainside oder Tautliner. Reagiert hat er auf jeden Fall auf unser spontanes Anhalten. Es geht auf einen Rastplatz nahe Oldenburg. Hier haben Mike Ackermann, Uwe Senkel und ihre Kollegen heute eine Kontrollstation eingerichtet. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Hallo. Papiere, Ladung bitte einmal. Der LKW hat Gefahrgut geladen, erkennbar an einer orangenen Tafel. Hier, die Tafel ist auch nicht in Ordnung. Kann also rausrutschen. Kann oben rausrutschen. Da oben die Verriegelung nicht. Normalerweise hat er da eine Verriegelung sitzen. Hier weggebrochen? Wahrscheinlich. Ja, die, ist, also die Tafel die muss je nach Ausrichtung des Fahrzeugs immer in der Halterung bleiben. Wenn er auf der Seite kippt mal, irgendwo in der Böschung, muss die Tafel also weiter gut erkennbar sein. Und die wird ja einfach rausrutschen. Das ist nicht in Ordnung. Wenn jetzt Rettungskräfte beim Unfall kommen und die Tafel ist rausgerutscht, dann erkennt man natürlich nicht mehr, dass er Gefahrgut geladen hat. Die gehen ja ganz anders ran an das Fahrzeug, als wenn sie jetzt erkennen würden, oh Moment, da ist Gefahrgut drauf. Ist also schon sehr wichtig, dass die Tafel immer erkennbar bleibt. Was genau es mit dem Gefahrgut auf sich hat, zeigt sich jetzt. Danke. Und ob es sicher verladen ist. Das sind die sogenannten Octabins, die wir hier sehen. Das sind Verpackungen mit einem Kunststoffinlet mit ganz feinen Kügelchen drin. Und sie entwickeln unter Hitze entzündbare Dämpfe, die sich dann natürlich entzünden können, wenn eine Zündquelle in der Nähe ist. Und wie man sieht, wir können das gleich mal messen, ist hier gar keine Vorspannung drauf. Also dieser Gurt ist eigentlich völlig überflüssig. Der zurrt nichts nieder. Man kann das Ganze auch nicht niederzurren, weil es eine Weichverpackung ist. Zudem ist er ablegereif, er hat also überall Schäden, der Gurt. Der Haken wird nicht im Hakengrund belastet, sondern hier auf Knick. Zu den Seiten haben wir staufreie Räume. Diese Octabin ist eigentlich gar nicht gesichert, gar nicht vernünftig gesichert. Wir müssen jetzt gleich mal schauen oben, ob man irgendwas kaputt gezurrt hat, ob da irgendwelche Schäden schon sind an den Octabins. Also man sieht hier, ich kann den Gurt so drehen, da sind überhaupt keine Vorspannkräfte drauf. Ich hole gleich mal das Vorspannmessgerät, da kann man ganz genau sehen, was für Vorspannkräfte wir hier drauf haben. Das legt man hier an, zieht dann runter und da haben wir gerade mal 140 Dekanewton und das ist minimal. Damit sichert er diesen Octabin überhaupt nicht, in keinster Weise. Okay, please put down the bars. Hier sieht man also die entsprechend staufreien Räume in Querrichtung. Das bedeutet immer, dass in diesem Fall jetzt der Fahrzeugaufbau, die Seitenwand hier, natürlich keine Ladungssicherung übernehmen kann. Im Zweifel würde das Ding in Querrichtung verrutschen können, logischerweise. Ne? Damit das nicht passiert, müsste die Ladung eigentlich auf Anti-Rutsch matten. Wenn man hier jetzt unter die Ladung leuchtet, dann kann man also sehen, dass man im weiteren Verlauf der Ladung, also nach innen hin, gar kein rutschhemmendes Material mehr eingesetzt hat. Man hat also nur vereinzeltes Material außen eingesetzt, weiter innen nicht mehr. Das heißt, der Großteil der Ladung steht ganz normal auf dem Ladeboden auf. Die achteckigen Behälter sind zwar eigentlich stabil, aber eben nur Karton. Spanngurte, die falsch angelegt sind, können hier einigen Schaden anrichten, wie der Blick von oben beweist. So, die Ladung ist natürlich ziemlich kaputt gezurrt. Die Kantengleiter sind in die Ladung reingezurrt, hier auf der anderen Seite. Jetzt muss ich ein bisschen klettern. Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, schon völlig kaputt hier. Oh, yo, alter Schwede. Jo, aber derbe, ne? Haben sie ja doch mehr gezurrt. Ja, als der hat nochmal richtig nachgezurrt hier. Aber hier hat er die Verpackung völlig kaputt gezurrt.
Ja. Die Kartonage ist natürlich völlig, völlig zerstört. Aber die Verpackung ist hinüber. Die ist kaputt. Da sind sie, die feinen Polymerkügelchen. Ganz, ganz feine Kügelchen. Fazit: So unzureichend gesichert wird das Gefahrgut zum echten Risiko. Das hat Konsequenzen. Der Verlader oder der Beförderer müssen sich dann halt eben entsprechend ein anderes Unternehmen suchen, wo nachgesichert wird. Hier in der Nähe. Wir schlagen immer einen Radius von 10, 15 Kilometern. Und da kann dann hingefahren werden und da wird dann nachgesichert. Also auf dem Parkplatz umladen, neu verladen, nachsichern, das machen wir nicht. Also da, das ist zu gefährlich, hier mit Gefahrgut zu hantieren. Das kostet Zeit und nicht nur das. Ja, der Chef, your boss. No. Has to call me. This is my number. Aha, my boss. Yes. Yeah? Okay? Okay. Thank you. And you can close your trailer. Yeah? Close. Ja, ja, ja. All the close. Yeah, yes. Den Fahrer erwartet jetzt natürlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen mangelhafter Ladungssicherung, genauso wie dem Verlader. Das heißt, von Grund auf her erwarten jetzt beide Beteiligten eine Strafe, ein Bußgeld von mehreren hundert Euro plus ein Punkt. Wichtig ist, dass der Mann genau versteht, was jetzt zu tun ist. Wenn die Probleme behoben sind, können Sie weiterfahren zu Ihrem Ziel. Punkt. Eine Handy-App übersetzt ins Polnische. Mhm. Ja? Okay. Okay. Ja? Okay. Okay. Alles klar. Thank you. Okay, bye-bye. Okay. Have a nice. Ja. Bis die Kunststoffkügelchen ihren Zielort erreichen, wird es noch dauern. Dafür haben Uwe Senkel und Mike Ackermann das gute Gefühl, eine Gefahrenquelle beseitigt zu haben. Also es ist tatsächlich so, wenn man privat über die Autobahn fährt, sei es jetzt in Urlaub oder sonst wohin, dann ist es durchaus häufig, dass ich zu meiner Frau sage, hier guck mal Schatz, da vorne schon wieder so eine Bombe, die über die Straße fährt. Also das ist schon so, dass man unwillkürlich Gas gibt und an dem einen oder anderen LKW schnell vorbei möchte. Einfach mit diesem Hintergrund, weil man weiß, was man bisher alles schon so gesehen und erlebt hat. Gerade am Stauende, also am Stauende muss man sich nicht unbedingt rechts anstellen. Da fährt man nach links rüber, wenn es eben geht. Denn wenn 40 Tonnen von hinten kommen, ist das endgültig. Also man wird sensibel mit der Zeit. Man ist ja auch zur Polizei gegangen, um zu helfen, um für Sicherheit zu sorgen und so weiter. Und dieses Empfinden ist ja nicht plötzlich aus, nur weil wir unsere Pistole in den Schrank räumen oder unsere Uniform in den Schrank räumen, dann damit endet es ja nicht. In Uniform halten die beiden jetzt wieder Ausschau nach verdächtigen LKW. Oh ja, da haben wir was. Nienburg in Niedersachsen, 9 Uhr morgens. An der Bundesstraße 6 halten Ulrich Schimkowiak und Stefan Evensen Ausschau nach auffälligen LKW. Schon nach wenigen Minuten setzen sie sich in Bewegung. Wir werden jetzt mal hinter den Polen hinterherfahren. Der sah aus, als wenn der zu viel geladen hat. Ziemlich schwerfällig gewesen, oder? Das stimmt. Andere sind hier ein bisschen einfach um die Ecke gekommen. Ja. Ulrich Schimkowiak und Stefan Evensen ziehen den LKW bei der nächsten Möglichkeit auf einen Parkplatz. Hallo. Guten Tag. Bist du ukrainisch oder polnisch? Polnisch. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja. Schimkowiak ist mein Name. Ja, das ist Kollege Evensen, Polizei Nienburg. Ja, wir machen jetzt Kontrolle. Ja, okay. Ich brauche Bravo Jasti, Davut. Und Papiere, Truck und Trailer. Hast du gesehen, die Schuhe? Ja. Gut. Danke. So ein paar Sachen wie Danke, Bitte oder die Papiere, dann, ja, die man braucht. Das geht dann schon. Bei uns ist jetzt aufgefallen, dass er kein geeignetes Schuhwerk hat. Und das ist schon mal ein Verstoß. Kraftfahrer in Deutschland müssen geeignete Schuhwerk tragen. Bezüglich der berufsgenossenschaftlichen
Vorschriften. Bei den Latschen hier, die können verkanten unter dem Bremspedal und letztendlich kann er dann natürlich, kann es natürlich gefährlich werden, wenn man das Bremspedal dann nicht mehr richtig durchtreten kann. Ne? Okay. Wollen wir erst oben gucken oder erst einmal drumherum? Erstmal oben. Also Ladung. Ne? Ja, gut. Ich bring das mal weg. Ja. Kommst du mal raus? Einmal aufmachen hinten. Ja. Was der LKW geladen hat, geht aus den Papieren nicht hervor. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Ladung an. Hm? Sieht aus wie Fässer. Oder Folien? Oder was ist das? Was ist das? Folien oder Fässer? Oder was? Das sind Möbel. Möbel? Möbel und Möbel. Hm? Was geht Er sagt was mit Möbel. Das sieht aus wie Folien oder Schichten, die irgendwie als Furnier aufgetragen werden können oder so ähnlich. Ist genau ist wieder nichts drüber. Da ist nichts drüber. Ja, er sagt wegen der. Ja. Hier haben wir mal so viel Luft. So viel Luft. Na, der sieht auch nicht gut aus, der Gurt. Ein Gurt. Ist er zertifiziert? Hast du was gesehen? Der Auflieger? Scheint ja zertifiziert zu sein. Da muss er nicht so viel machen. Wir haben hier unten Anschlagleisten links und rechts, wo die Ladung, die Paletten dran stehen können, theoretisch. Und dann hat er hier oben noch zusätzlich drüber gelegt Gurte, damit die nicht weiter verrutschen können. Ob das so ganz ausreichend ist, müssen wir mal gucken. Die Gurte zum Teil sind natürlich nicht mehr ganz so schön hier. Das sind Beschädigungen, die so die Haltbarkeit des Gurtes ein bisschen beeinträchtigen. Ausfaserung da auch. Ne? Es liegt oftmals daran, dass wenn wir hier irgendwo so eine Kante haben, der Gurt hier auf dieser Kante liegt ohne Kantenschoner. Erstmal verliert er da an Vorspannkraft und zum anderen wird er dadurch beschädigt. Ne? Wie viele Gurte haben wir denn da? Was ist dazwischen noch? Hier ist was schief gelaufen. Was? Ne, das ist nicht gut. Hier. Lass mal erstmal. Lass mal. Ja. Die vermeintliche Ladungssicherung, die hier stattgefunden hat, hat sich ein bisschen verschoben, sodass der Gurt locker war. Ne, und das ist alles Murks. Hast du Kantenschoner? Kantenschoner? Ja? Ja, das ist doch viel besser. Hier haben wir Zweier, da steht sie nicht an. Da müsste ein bisschen mehr gesichert werden noch als der eine Gurt. Dwapass. Hm? Jeder fünfte Unfall hat als Ursache schlecht gesicherte Ladung. Dem Fahrer ist klar, er muss nachsichern. Ja, das ist viel Arbeit. Das ist für den Fahrer ja unheimlich viel Arbeit, diese ganzen Gurte anzubringen. Da ist er mit Sicherheit eine Stunde bei und sichert die ganze Ladung. Letztendlich ist es natürlich seine Aufgabe, weil er ja sich im Straßenverkehr befindet und muss für die Verkehrssicherheit sorgen. Das ist seine Pflicht, das ist seine Arbeit. Nicht nur das Fahren, sondern auch das ordentlich Laden bzw. sichern hinterher dann. Warte mal. Der ist kaputt. Also sowas ist natürlich nicht in Ordnung. Der ist jetzt schon. Das ist Ablegerei. Ne? Wir haben schon geguckt, also die anderen sind so einigermaßen in Ordnung. Das heißt, da kann man mit leben. Hier. Na, der ist doch schon kaputt. Du hast doch Kantenschoner mit, ne? Hier, Kantenschoner. Ja? Das sind hier sogenannte Kantenschoner. Die kann man dann hier so reinlegen. Die können nicht wegrutschen und da kann dann der Gurt zwischen. Dann rutscht die Kraft schön runter und kann das besser festhalten.
Mehr als 20 Minuten später ist der Fahrer fertig. So hätte es vor Antritt der Fahrt schon aussehen sollen. Ulrich Schimkowiak und Stefan Evensen schauen sich inzwischen die Reifen genauer an. Guckst du da, gucke ich hier. Hier ist einer. Hörst du? Ja, ich höre es. Hier ist ein Einschnitt, der bis auf die Karkasse geht mal wieder. Wenn ich jetzt hier reingehe, geht da schon ziemlich tief rein und dann hört man ein unschönes Geräusch. Das sind die Drähte der Karkasse. Das heißt, dieser Reifen ist hin. Irgendwann löst sich dann die Lauffläche. Dann fliegt ihm der Reifen um die Ohren, beziehungsweise möglicherweise dem, der hinterher fährt, irgendwo vors Auto, vors Motorrad, sonst wohin. Und mit dem Reifen darf er nicht weiterfahren. Hier ist, wo die feuchte Stelle ist, weiter drin. Und so tief, ne? Kurze Zeit später übernehmen Yannick Padilla und Florian Forsthofer die nächste Kontrolle. Scheinbarer slowakischer 40-Tonner. Interessieren von außen ist es mal nicht schlecht benannt. Schaut mal sauber aus, aber es kann natürlich trotz allem ein Ladungssicherungsproblem sein. Vielleicht eine Gasflasche im Führerhaus. Allgemein der Fahrer vielleicht interessant mit Lenk- und Ruhezeiten. Schauen wir mal. So, hallo, grüß Gott. Eine allgemeine Verkehrskontrolle. Sprechen Sie Deutsch, Englisch? Genau. Okay, bitte einmal Motorstop machen. Genau. Machen Sie bitte das Licht aus, sonst piepst die ganze Zeit. Okay. CMR komplett. Ja, zack. Ja, dann schauen wir uns die Ladungssicherung an. Und dann werden wir auch den LKW noch entsprechend auslesen. Schweißkontrolle. Ah, okay. Ja, das war. Ja, das war ja. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir den überhaupt weitermachen. Der ist am 1.3. in der Schweiz kontrolliert worden. Ja, Ladung schnell anschauen. Ja, Ladung schnell anschauen. Und dann fertig. Ja. Genau. Schauen wir schon rein, soll ich schnell abmachen. Schaust du die Ladung hoch? Ja, der Vorgänger ist schon. Also scheint die eher uninteressant zu sein. Technisch passt alles. Schauen wir uns noch kurz die Ladungssicherung an. Okay, er hat jetzt da mehrere Metallstangen geladen. Metallstangen erfahrungsgemäß sehr schwer zu sichern. Das Problem ist natürlich massives Gewicht oft. Und wie Sie sehen, relativ flache Ladung, ja, aber relativ viel Gewicht auf wenig Volumen. Durch das versucht er mit der Spanngurte, versucht er ja die Ladung nach unten zu drücken und dadurch das Verrutschen der Ladung zu verhindern. Wollen Sie mal bitte die Leiter aufmachen? Ah, das ist defekt. Okay. Okay. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, die Ladung hier zum Beispiel ist jetzt nicht gesichert. Sehen Sie, kann ich einfach von links nach rechts bewegen. Das heißt, da haben wir schon mal keine Sicherung bei einzelnen Teilen. Ganz schwierig. Auch hier umladen ist eigentlich so gut wie nicht möglich. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Puh. Was haben wir in Tonnage komplett? Tonnage, Gewicht? 17 Tonnen. Boah, das ist ja irre. Ja. Himmelfahrtskommando. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich echt ohne Sicherung. Katastrophe, ja. Chef. Sorry, das ist ein Kabine. Ja. Hält ihr recht? Kabine vorne, 5 Tonnen Maximum. Wenn du bremst, diese Stangen, flupp, auf Straße.
Aber ich hab Probleme. Ja, dein Problem, genau. Wahnsinn. Kann man das Ding auch nicht. Wenn ich jetzt bremse, dann geht das Fahrzeug vorne ja in die Knie, sagt man so schön. Das heißt, letztlich wird er hinten leichter. Die G-Kräfte wirken und dann fliegt das Ding irgendwann. Und dann sehen Sie selber, das Ding schießt nach vorne, vielleicht noch gegen das Holz, vielleicht durchschlägt das Holz. Ich bin kein Gutachter, kann das letztlich nicht klären, was genau passiert, aber letztlich ist es einfach zu gefährlich. Auch für den Fahrer. Es gibt tatsächlich schon Videos, wo dann so Metallstangen einfach durchs Führerhaus durchgeschossen sind. Ja? Wahnsinn. Das ist Katastrophe. Wie geht's weiter? Der Herr muss sich irgendwas einfallen lassen. Letztlich kommt er gar nicht drum herum. Er kann das so nicht sichern, ja? Weil das Fahrzeug einfach nicht dafür gemacht ist. Ja? Er muss schauen, dass er zweiter, dritter, vierter LKW vielleicht kommt, dass man es eventuell stehend lagern kann und so besser sichern kann wie liegend. Dass man es vielleicht in einem geschlossenen Metallcontainer und nicht in einem offenen Sattelzug, sage ich jetzt mal, transportieren könnte. Das ist dann Sache letztlich von der Firma, wie sie das Problem jetzt da löst. Auf alle Fälle hier kann er es nicht sichern, sodass er die Weiterfahrt antreten kann. Wir werden entsprechend seine Dokumente, seine Zulassungsdokumente bzw. seine Ladungsdokumente sicherstellen. Und die bekommt er dann erst wieder, wenn er quasi nachgewiesen hat, dass die Ladung gut gesichert ist. Und dann darf er wieder weiterfahren. Du Flo? Moment. Flo? Kommst du mir ja mal dann schnell, dass wir... Was der? Genau. Hast du ihm schon erklärt, wie viel das er zahlen muss? Wie viel zahlen muss, habe ich der Firma erklärt. Okay. Und dass er umladen muss und dass die Dokumente sichergestellt sind. Ja, perfekt. Genau. Ich habe alles schon vorbereitet. Der muss gerade unterschreiben und dann sind wir... Perfekt. Mit Karte würde er gerne zahlen, hat er schon mit gesagt. Karte, okay, perfekt. Dann hole ich ihn her? Ja, perfekt. Dem Fahrer, den trifft es natürlich jetzt, sagen wir mal, im Verhältnis sind jetzt, für uns sind jetzt 88,50 Euro jetzt nicht so viel Geld. Im Ausland ist es natürlich dann schon wieder wesentlich mehr Geld, im Gehaltsgefüge ist ein ganz anderes. Aber wo es natürlich auch treffen wird oder wem das schaden wird, das ist der Firma einfach ganz okay. Die können den Ladungstermin nicht halten oder die Ladungstermine nicht halten. Und geraten dann natürlich in Verzug und der LKW wird jetzt auch entsprechend natürlich stehen und somit keine Geld erwirtschaften, bis halt natürlich das alles erledigt ist. Cash or Card? Okay. Ja, okay. Er würde doch gerne mit Bar zahlen. Okay. Oh. Muss mal schauen, wie er aussehen kann. Die bleiben bei uns, Dokumente. Dokumente, Polizier. Weil Problem Cargo, Ladung, Problem. Weil die Ladung ist nicht gesichert, okay? Es ist nicht nur mit Gurte, sondern mit Palette und alles. Sie müssen komplett anders umbauen. Der Fahrer bekommt am nächsten Tag Hilfe. Kollegen kommen mit einem weiteren LKW, laden die Stangen um und sichern nach. Insgesamt haben Florian Forsthofer und Yannick Padilla bei der heutigen Kontrolle Mängel bei 5 LKW festgestellt. Ich grüße euch YouTube, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und möchte euch nur wissen lassen, hier geht's zum nächsten Video von Achtung Kontrolle und hier könnt ihr den Achtung Kontrolle YouTube-Kanal auch abonnieren und hier könnt ihr alle Folgen Achtung Kontrolle auch auf Join ansehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Tschüss.